Hallo, meine Lieben. Wie ihr ja alle wisst, ist der Bela fleißig am Boxen und deshalb gibt es heute mal wieder ein Haul. Wir waren beim Primark, beim H&M, beim Deichmann, das war es im Großen und Ganzen, und haben auch fast ausschließlich Dinge für Bela gekauft. Und ja, wir gucken mal. Zuallererst einmal haben wir für 5 Euro diese zwei süßen Badehosen gekauft. Die haben hier halt einmal die blaue mit diesem lustigen Fisch und dann halt einmal eine, wo so ganz viele knochige Fische drauf sind. 5 Euro für beide. In der Größe 92 haben wir die meisten Sachen geholt. Es wird zwar alles nur eine Spur zu groß sein, aber das finde ich nicht so schlimm, ehrlich gesagt. Dann habe ich gleich zweimal. Leider gab es keine unterschiedlichen Motive. Zweimal zwei Paar zweiteilige, zweimal zwei Paar zweiteilige Schlafanzüge gekauft. Jetzt musste ich überlegen. Und zwar wollte ich unbedingt halt so zweigeteilte haben. Ihr seht hier das Bild. Und die waren halt runtergesetzt auf 3 Euro für zwei statt 8 Euro für zwei. Und dann dachte ich mir, ach mein Gott, dann habe ich halt hier jeweils zweimal die gleichen. Was soll's für 3 Euro, also sprich 1,50 pro Schlafanzug, kann man da echt nicht meckern. Und die wollte ich unbedingt haben. Ich packe euch die jetzt einmal nochmal aus. Und zwar einmal hier diese Hose mit lauter Bötchen und Fischen und Ankern drauf. Und das ist das passende Oberteil dazu. Und dann einfach hier die gestreifte Hose mit gelben Bündchen. Mit diesem Oberteil dazu. Und das Ganze halt nochmal. Insgesamt 6 Euro musste ich kaufen. Dann haben wir etwas gekauft. Das werden ganz viele aus meiner WhatsApp-Mami-Gruppe, glaube ich, ganz, ganz toll finden. Also mindestens eine fällt mir ein. Und zwar ein Dreier-Set. Bestehend aus dieser College-Jacke mit Mickey Mouse vorne drauf. Und von hinten sieht die so aus. Dann ein T-Shirt mit Mickey Mouse. Das ist ein kurzärmeliges, weißes, ganz normal. Und eine Jogginghose. Logischerweise auch mit Mickey Mouse, die hier so die Knie so umsäumt hat. Und auch Ziernähte an den Seiten. Es ist ein ganz, ganz weiches, flauschiges Material. Total schön. Und alle drei Teile für 15 Euro. Das musste ich einfach mitnehmen. Weil man mag ja eigentlich nicht so gerne Mickey Mouse Sachen und auch nicht so gerne so College Jacken und so. Aber ich finde die so hübsch. Die musste ich einfach mitnehmen. 15 Euro für alle drei Sachen zusammen. Dann haben wir ein Zweier-Set kurze Hosen gekauft. Lange Hosen wollten wir noch warten, weil er ja jetzt doch noch genug hat, die ihm passen und wir nicht wissen, wie er wächst und im Sommer, ob wir da so viele lange Hosen brauchen und so. Deshalb haben wir uns da bewusst zurückgehalten. Haben jetzt hier ein Zweier-Set kurze Hosen gekauft. Einmal die rote, einmal die blaue. Ja, ihr seht es ja unten halt mit diesen weißen Streifen. Für beide gab es 5 Euro Kosten. Dann ganz unspektakulär Schlüpper, 7 Stück für 4 Euro. Zeige ich euch jetzt nicht näher. Und drei Unterhemden, 3 Stück für 3 Euro. Das sind die einzigen Sachen, die ich beide in der 98 gekauft habe. Weil wir haben ja schon mal in der 86 welche probeweise geholt. Einfach um zu schauen, wie er damit zurechtkommt und so. Und ja, durch die Windel ist da einfach Spielraum untenrum bei der Größe. Und die Hemden hatten wir bei den letzten das Gefühl, dass die Kopföffnung recht eng war. Deshalb ging das relativ schwierig und deshalb haben wir es bewusst noch eine Nummer größer genommen. Dann haben wir da auch ein bisschen eher was von. Dann haben wir gekauft ein Zweier Z-T-Shirts und zwar einmal hier mit Super Saurus für den Super Bela und hier steht drin To the Rescue und das zweite ist Not All Heroes Wear Capes
Und die beiden haben auch zusammen 5 Euro gekostet. Dann ein langärmliches für 2 Euro mit Hai drauf. In Grau. Ein Polo für 3 Euro. Ganz schlicht. Polos gibt es viel, auch weiße und blaue und so, aber ein Polo hat gelangt für uns. Dann noch ein Shirt für 2 Euro. Das haben wir auch eher bewusst in der 98 mitgenommen, weil das sind so typische Spielshirts für uns. Das darf ruhig ein bisschen zu groß sein. Und dann noch ein Shirt, ein langärmliches mit Tigger drauf. Und das hat gekostet 4 Euro. Dann haben wir noch Kurzarmbodies mitgenommen in Größe 92. Das ist ein 7er Pack für 10 Euro. Und ich zeige sie euch gerade. Nummer 1, schlicht einfach blau, grün, grau gestreift. Nummer 2, da steht überall drauf Tweet, Tweet, Snap, Snap und so. Halt so kleine Schrift einfach nur. Nummer 3 hat ein kleines, süßes, hellblaues Krokodil mit einem anderen Vieh drauf. Dann Nummer 4 hat dasselbe Krokodil, bloß häufiger und so. Und noch andere Krokodile und überhaupt. Der 5. auch wieder mit Krokodil und Vieh drauf, aber halt etwas einfarbiger. Dann ganz schlicht blau-weiß gestreift. Und noch ein blauer mit Krokodil drauf. Wer hätte das gedacht? 7 Stück, 10 Euro. Das waren die Klamotten für Wähler, die wir beim Feiermarkt gekauft haben. Einfach wieder mal so eine kleine Grundausstattung. Halt in der 92, so ungefähr. Dann habe ich beim Primark noch ein T-Shirt gefunden, was ich mitnehmen wollte, auch wenn ich so bald nicht tragen werde. Das werde ich nämlich aufheben für nach der Schwangerschaft, aber ich fand das Motiv so cool. I Love Men in Uniform. Und ich bin ja, ich mag ja Marvel Comics total gerne. Ich kenne auch jeden Film davon eigentlich davon. Und ja, ich mag das einfach total gerne und das wird jetzt einmal gewaschen und kommt dann in den Schrank, bis der Bauch wieder weg ist und vielleicht auch ein paar Kilo wieder futsch. Und dann freue ich mich schon drauf, das zu tragen in einem Jahr oder so. Aber ich mochte das Motiv, ich musste es mitnehmen. Es hat 7 Euro gekostet. Und dann haben wir noch 2 Shirts gekauft, die mein Schwager in sein Osternestchen bekommt. Und das kann ich euch ganz bedenkenlos gucken, weil spätestens jetzt hat mein Schwager eh schon mal weggeschalten. Falls er überhaupt guckt. Und zwar einmal das hier. Working on my Sixpack mit Coca-Cola-Dosen drauf. Ist deshalb ganz witzig, weil er immer meckert, dass es bei mir noch Cola Light gibt. 3 Euro. Und das hier mit E-Gitarre und Schlagzeug und überhaupt auf Britain Flag ebenfalls 3 Euro. Genau, das war alles, was wir beim Primark gekauft haben und insgesamt haben wir ausgegeben 75 Euro für alles. Das finde ich ganz okay. Dann waren wir noch beim H&M, weil ich unbedingt noch Strumpfhosen wollte und ein Cappy oder was ähnliches. Und mehr haben wir da auch nicht gekauft. Strumpfhosen gab es nämlich beim Primark irgendwie nur Mädchenstrumpfhosen und zwar keine in neutralen Farben. Deshalb waren wir halt beim H&M und haben hier dieses Zweierpack Strumpfhosen gekauft in der 86,92 für 9,95. Eine weiße, eine graue. Dann haben wir diesen Sonnenhut gekauft. Das ist hier so einer mit durchgehender Krempe, den man halt auch festbinden kann. Sowas wollte ich haben. Für 3,95 ist der. Es gibt auch ganz süße Wendemützen beim H&M momentan, aber die hatten so eine Größe 80 und das hat dem Bela nicht gepasst. Und dann haben wir statt einem Cabby
Weil irgendwie sehen diese hier besser aus bei ihm. Das ist ja kein Käppi in dem Sinne, das ist so ein kurzes Käppi. Wie nennt man diese Mützen? Auf jeden Fall haben wir die noch gekauft, weil die ist echt ganz niedlich. Die mögen wir gerne an ihm. Und die hat 4,95 gekostet. Ja, jetzt darf es nicht nochmal kalt werden, ne? Und dann waren wir noch beim Deichmann. Und ich habe nur für euch den Karton aufgehoben, damit ich weiß, von welcher Marke die Schuhe waren. Haben einmal Schuhe gekauft von Bobby Shoes. Und zwar wurde ich ja jetzt schon mehrfach auf Instagram angeschrieben, warum mein Kind Hausschuhe trägt. Mir hat die Verkäuferin damals gesagt, das sind Laufschuhe. Ja, jetzt haben wir auf jeden Fall andere Schuhe gekauft. Habe ich schon anders gehabt, mein Mann zu sagen, du irgendwie, der Bille hat keine ordentlichen Straßenschuhe, wir müssen immer Straßenschuhe kaufen. Also haben wir das getan. Für 14,90 diese hier. Hat er jetzt schon ein paar Mal angehabt. Weiß ist natürlich mit Kindern immer so eine Sache, aber macht ja nichts, der wächst eh so schnell, dann wächst du auch schnell raus, dann sind die nicht ganz so abgeranzt irgendwann. Es steht Zone drauf in Gelb, ist halt so weiß mit so lauter Punkten drin und mit Grün und Braun und die sind total schön und in den kann er auch ganz gut laufen. Sind auch noch halbwegs weich in der Sohle. Wir haben welche angehabt, die fand ich eigentlich sehr, sehr cool, den wollte ich eigentlich haben von Fila, so weiße Sportschuhe. Aber in denen konnte er gar nicht gut laufen. Die waren von der Sohle einfach ziemlich hart. Und deshalb haben wir uns dann für die entschieden. Genau. 14,90 habe ich schon gesagt. Und dann, weil es hier gerade noch liegt, war ich bei der Gelegenheit auch gleich beim Nanunana drin. Und habe hier vier so Geschenkband-Dinger gekauft. Für jeweils 1,95. Das ist nicht viel Geld. Und da könnt ihr euch hoffentlich drauf freuen. Ich habe nämlich vor, zu Ostern was zu basteln, wo das hier alles zum Einsatz auch kommt. Und wenn ich es schaffe, dann mache ich die Kamera dabei an. Genau, dafür habe ich das gekauft. Also auf jeden Fall 1,95 für 4x6 Meter Geschenkband halt mit recht schönen Mustern, wie ich finde. In vier Farben. Genau, das war alles. Das haben wir eingekauft am Mittwoch. Und ja, viel mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Ihr dürft euch dann als nächstes, denke ich, auf ein Schwangerschaftsupdate von mir freuen. Und ja, da gibt es dann noch diesmal einige Infos. Und bis dahin wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende. Ciao!